Guten Tag und herzlich willkommen aus Berlin. Unser heutiges Thema bei MeinGeld TV: Ruhestandsplan, ein neuer Markt. Der demografische Wandel schreitet voran und somit auch die finanzielle Planung eines neuen Lebensabschnittes. Heute wollen wir mit Experten über den Begriff Ruhestandsplanung sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren ersten Gast, Franz Josef Rosemeyer, Vorstand der ASI Wirtschaftsberatung AG. Er vertritt die Meinung, die Ruhestandsplanung wird in Zukunft eines der wichtigsten Themen professioneller Finanzberatung sein. Ich begrüße Dr. Thorsten Haupt, Hauptbevollmächtigter von Aegon. Er sagt, für Geld, das im Ruhestand verbraucht werden soll, ist eine lebenslange Einkommensgarantie wichtiger als eine Kapitalgarantie. Ich begrüße Bernd Schmidt, Certified Financial Planner, Inhaber. Er meint, Finanzplanung bzw. Ruhestandsplanung ist eine Lebensplanung und fängt idealerweise mit dem ersten verdienten Geld an. Ich begrüße Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand der Going Public Akademie für Finanzberatung AG. Er sagt, die wohlhabende Hälfte der Bevölkerung wird von der Finanz- und Versicherungsbranche sträflich vernachlässigt. Hier wächst derzeit ein riesiger Markt heran. Herzlich willkommen an meine Gäste. Herr Haupt, was bedeutet Ruhestandsplanung und warum ist dieser Begriff von so einer derartigen Wichtigkeit? Ja, zunächst mal ist wichtig, dass wir davon ausgehen, dass der Begriff Ruhestandsplanung immer noch im Werden ist. Er ist noch nicht eindeutig definiert, aber die Definition, die wir am häufigsten hören, ist Ruhestandsplanung ist Planung des Entsparens, also entgegengesetzt zum Ansparen, Planung des Entsparens für Haushalte ab etwa 50 Jahre, die Geld angespart haben und sich jetzt fragen, wie soll ich dieses Geld im Ruhestand nutzen. Genau, beziehungsweise es ist ein Entsparvorgang oder besser eine Vermögensnutzung. Also das, was ich vorher aufgebaut habe an Vermögen, wird jetzt genutzt, um davon leben zu können. Das ist ein Entsparprozess häufig, das heißt, das Kapital wird immer weniger im Laufe der Zeit. Hoffentlich reicht es dann bis zum Tode. Das Eben. Ist ja auch noch so ein Thema, was man dabei mit anspielen muss. Warum ist es jetzt plötzlich so neu und von so hoher Wichtigkeit, diese Ruhestandsplanung? Aus unserer Sicht hat das demografische Gründe. Es sind jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die sich langsam dem Ruhestand nähern und sich daher mit der Frage beschäftigen müssen, reicht das Geld wirklich bis zum Ende? Und das ist ja der Kern der Ruhestandsplanung. Aber dieser demografische Wandel, den gab es doch auch schon vorher. Ja, aber jetzt wird er spürbar. Und wir haben einen zweiten Aspekt, das ist das rückgehende Zinsniveau oder das bereits so weit zurückgegangene Zinsniveau. Das bedeutet, während man früher von Zinsen auch leben konnte, ist das im Moment nicht mehr möglich. Und ein dritter Aspekt ist, dass die gesetzlichen Renten in den nächsten 20, 30 Jahren stark sinken werden und dadurch eben auch das Thema Ruhestandsplanung auch von der Seite her an Bedeutung gewinnt. Okay. Das, möchten Sie noch was sagen, Herr Schmidt? Ja, und genau deshalb ist das ja wichtig, dass man rechtzeitig anfängt zu sparen. Und wir haben da im Moment eine komische Situation. Viele wollen gar nicht mehr sparen, weil sie keine Zinsen bekommen. Das ist auch eine deutsche Mentalität. Und je früher man anfängt, umso besser ist es. Und man braucht halt einen langen Atem. Dass man im Alter überhaupt die Dispositionsmasse hat, um was zu entsparen. Ja, da wäre ich sowieso auch nochmal drauf gekommen. Ich meine, man muss ja ein bisschen Geld haben, wenn man es überhaupt verteilen möchte. So ist das. Oder? Die Frage, wann setzt das eigentlich ein? Also die Ruhestandsplanung mit 50 einsetzt oder das Entsparen mit 50 oder mit 52, 53 schon einsetzen zu lassen, halte ich für beispielsweise viel zu früh. Weil da kommt eigentlich der Hockeyschläger-Effekt im Endeffekt in der Kapitalbildung, also in der Altersvorsorge, im Ansparprozess zur Altersvorsorge, eigentlich erst richtig zur Geltung. Und ich würde deswegen später ansetzen. Ansonsten stimme ich Ihnen aber zu, es geht um die Altersvorsorge, also die Prozesse der Altersvorsorge hinterher zu nutzen, also das Geld zu nutzen, um dann bis zum Lebensende ausreichend Liquidität zu haben für alle Eventualität. Ruhestandsplanung, sind wir der Auffassung, beginnt halt schon mit 50. Aber die Planung, natürlich noch nicht das Entsparen selbst. Das Entsparen selbst beginnt, wenn das Arbeitseinkommen wegfällt. Und das ist ja eher ab 65, 67. Aber die Planung des Entsparens, die sollte aus unserer Sicht früh beginnen, sodass man noch korrigieren kann und sagen kann, okay, ich verzichte auf Konsum heute. Weil sonst reicht es nicht bis zum Ende. Herr Rosemeyer, gehört die Ruhestandsplanung nicht automatisch zu einer Altersvorsorgeberatung dazu?
Je nachdem, wann die Altersvorsorgeberatung ansetzt, würde ich Ihnen recht geben. Aber Altersvorsorge beginnt im Endeffekt mit Berufsbeginn, also Altersvorsorgeberatung und damit auch der Kapitalanlageprozess. Da setzt es ein. Wie sehen Sie das, Herr Schmidt? Wir haben ja in Deutschland das Problem einfach, dass Altersvorsorgeberatung oft verwechselt worden ist, dass ich eine Lebensversicherung abschließe. Die Begrifflichkeit, wir haben es vorhin gehört, ist ja falsch belegt. Ja, das hat sich die Wirtschaft so ausgesucht, die Versicherungen haben den Begriff rechtzeitig belegt. Und ich glaube, junge Leute kann man dafür nicht mehr gewinnen bei der Verzinsung. Und man muss sie rechtzeitig ranführen an Investmentsparpläne, weil ich auch glaube, Zinseszinseffekt beizubringen, ist schon hilfreich und da ist jeder bereit, auch was zu sparen. Sind Sie der Meinung, dass Altersvorsorgeplanung und Durchführung außerhalb von versicherungsförmigen Lösungen schwerpunktmäßig gemacht werden soll? Nicht schwerpunktmäßig. Ja. Biometrische Risiken haben wir die Versicherung einverstanden mit Berufsunfähigkeitsrente. Ja. Und alle diese biometrischen Risiken sind notwendig. Ja. Aber ob was immer noch verkauft wird, die klassische Kapitallebensversicherung oder Rentenversicherung, das richtige Mittel ist, das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Jetzt haben Sie gerade einen Begriff reingebracht, den haben Sie eben nicht reingebracht. Das war die klassische Lebensversicherung. Also wir reden über versicherungsförmige Lösungen, dann auch, wenn wir Hybridprodukte nehmen oder wenn wir ganz normale fondsgebundene Produkte nehmen. Mit Steuervorteilen, mit der entsprechenden Disziplinierung einzuzahlen und auch durchzuhalten, was wir im Investmentfonds in den meisten Fällen ja eben nicht haben, bei den Versicherungen dummerweise manchmal auch nicht. Aber die sind dafür sehr, sehr viel besser geeignet aus unserer Sicht, auch die steuerlichen Effekte, die ich daraus ziehen kann. Weil in der Presse wird heute hauptsächlich auf die Lebensversicherung eingedroschen oder die Rentenversicherung als Produkt, das völlig, völlig uninteressant geworden ist. Und man meint im Endeffekt ausschließlich die konventionelle Versicherung, die im Deckungsstock geführt wird, die einen Garantiezins heute von 1,25 hat und wo ich 25 Jahre brauche, bis ich mein Geld wieder zurück habe. Das ist ein einziges Produkt in der Versicherungswirtschaft. Diese Produktlandschaft hat sich so weiterentwickelt. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Rosemeyer, wollen Sie sagen, wenn wir über Altersvorsorge reden, ansparen, meinen wir nicht die klassische Lebensversicherung? Dann meinen wir für junge Leute auf keinen Fall, also in aller Regel nicht mehr die klassische Lebensversicherung. Sondern fondsgebundene Produkte. Fondsgebundene, möglicherweise mit eingebauten Garantien, sofern sie dieses Sicherheitsbedürfnis haben. Herr Schmidt hat eben darauf hingewiesen, die deutsche Mentalität, wir brauchen irgendwie eine Sicherheit. Also die Leute fühlen sich dabei besser, aber diese Produktlandschaft gibt es heute. Ja, und glauben Sie, dass in diesem Altersvorsorgeaufbau außer die fondsgebundene Lebensversicherung auch Investmentprodukte einen Platz haben, also Fondsprodukte? Als ergänzende Produkte allerdings, und deswegen bleibe ich bei der Versicherungsförmigkeit in meinem Hauptanliegen, es gibt heute außerhalb der Versicherungslösung kein einziges Produkt, das eine lebenslange Liquidität garantieren kann. Herr Kuckertz, wie erkennt man, dass ein Berater für die Ruhestandsplanung wirklich geeignet ist, dass er zertifiziert ist, das zu machen, dass er diese Beratung beherrscht und auch die richtigen Informationen geben kann? Also das Wichtigste ist erstmal, dass er auf der gesamten Klaviatur spielen kann. Denn Ruhestandsplanung ist ja die Nutzung des Vermögens und die Sicherstellung, dass jeder, der da im Ruhestand ist, auch seine Rechnung bezahlen kann. Und das bedeutet, man muss sich alles anschauen. Man muss sich die Wertpapieranlagen anschauen, man muss sich die Immobilie anschauen, man muss sich die Versicherung anschauen. Und diese gesamte Klaviatur muss der Berater in irgendeiner Form bedienen können. Also heißt 34D, 34F oder Wertpapierhaftungsdach oder Bank. Irgendwas in der Form muss da sein. Die Ganzheitlichkeit muss da sein. Es gibt da unterschiedliche Weiterbildungen, Fortbildungen dazu. Wir in unserem Hause haben selbstverständlich auch eine. Und das ist notwendig, diese ausdrückliche Beschäftigung mit genau diesem Thema, damit man wirklich gute Ruhestandsplanung macht. Sie wollten was sagen? Ja, also es gehört ja, er muss schon breit aufgestellt sein, aber man muss sich davon trennen, dass der einzelne Berater einmal das Universalgenie ist, und er darf ja auch keine Rechts- und Steuerberatung machen. Also wo fängt es an, wo hört es auf? Genau. Ruhestandsplanung muss man als Projektmanagement sehen, weil es geht ja nicht nur ums Entsparen oder wie wird das Vermögen verwaltet. Habe ich das richtige Testament? Was ist mit Patientenverfügung etc. etc. Das heißt, ich brauche qualifizierte Juristen und eventuell auch einen dritten Steuerberater, nicht den Haussteuerberater, weil... Und wo findet der Berater das alles? Ja, der muss sich halt im Laufe der Jahre ein gutes Netzwerk aufbauen. Aber der Punkt ist einfach der, dass nicht jeder machen kann. Wir haben es vorhin gehört, man braucht eine gewisse Lebenserfahrung, um mit den Kunden klarzukommen, wenn die mit 50, 60 sind. Das kann der 30-jährige schlecht machen. Die Lebenserfahrung kann der nicht am Crashkurs am Wochenende lernen? Also man braucht tatsächlich diese ganz breite Aufstellung. Ja. Und dass sich tatsächlich beschäftigen mit dem Thema. Die anderen Punkte sind eminent wichtig. Wer soll sich eigentlich kümmern, wenn was passiert? Genau, also wenn ich mehrere Kinder habe, wer soll sich denn jetzt beispielsweise um diese ganze Geschichte kümmern?
Wir machen bei ASI beispielsweise solche Ruhestandsplanungsseminare, übrigens mit einem gigantischen Zulauf. Das zeigt uns, dass die Bevölkerungsgruppe, die es betrifft, also die über deutlich über 50, wir fangen da an so bei 55, aber es ist ja egal, ist nicht beraten und ist völlig hilflos bei diesem Thema. Wie sehen Sie das, Herr Haupt? Wie lange braucht, also wir bleiben erstmal in der ersten Thematik und arbeiten uns, wie lange denken Sie, dass jemand braucht, um ein guter Ruhestandsplaner zu sein? Also ich glaube, dass die 2 Jahre absolut realistisch sind. Das ist nicht so ein Wochenendkurs. Ich glaube, Ihre Ausbildung zieht sich ja auch über ein Jahr hin im Blockunterricht. Was wir festgestellt haben, dass eine ganz große Herausforderung tatsächlich der Wechsel von diesen Ansparverträgen mit regelmäßigen Beiträgen hin zu den Einmalbeiträgen ist. Das ist für viele Berater auch in guten Vertrieben wie ASI eine echte Herausforderung, weil das in der Vergangenheit so gut wie gar nicht von Vertrieben verkauft wurde. Einmalbeitragsgeschäft ist typischerweise Bankgeschäft gewesen und wandert jetzt langsam in die Qualitätsvertriebe, die die Akademiker als Kunden haben, die Kunden auch immer noch in der Kundendatei haben. Das sind so Tarife, die jemand im Ruhestand braucht. Ja, der Unterschied ist, der laufende Beitrag, das sind 100, 200, vielleicht mal 500 Euro im Monat. Und das verkauft sich halt ganz anders als 100 oder 200.000 Euro Einmalanlage. Das ist der große Unterschied. Und aber diese Einmalanlage sind Tarife, die man braucht in der Zeit, wo man im Ruhestand geht. Genau. Ist die Beratung für die Vorsorge des Ruhestandes kostenpflichtig? Wenn ich ausschließlich in die Produktvermittlung reingehe, sehe ich keine Honorarpflicht auf Seiten des Kunden. Wenn ich aber hingehe und erarbeite ein Konzept für den Ruhestand, und da hängen dann eben auch andere Dinge mit da drin. Und dieses Konzept gebe ich dem Kunden als erstes, als Lösungsvorschlag mit. Und er kann damit machen, was er will. Wenn ich dieses Konzept erarbeite, darf ich das ja wohl kostenpflichtig machen, ja. In der Ruhestandsplanung ist es ja so, man hat 50, 55, 60-Jährige vor der Nase und die haben bereits höheres Vermögen aufgebaut. Da wird eventuell eine Immobilie veräußert, eine Erbschaft angelegt. Da geht es um hohe Einmalbeiträge und da wird sehr schnell relativ viel Geld verdient, entweder über das Honorar oder auch über die Provision, weil es eben Einmalbeiträge sind, auch relativ stornosicher. Aber beides ist möglich? Beides ist möglich, es kommt auf Anbieter und Kunden an. Herr Schmidt, gibt es spezielle Produkte genau für diese Zielgruppe Ruhestandsplanung? Ich kann das nicht sehen. Ich meine, man kann die ganze Produktlandschaft nehmen und daraus die Ruhestandsplanung zu bauen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, sind ja oft Insellösungen. Und es kommt ja auch auf den Kunden an. Was will der? Aber ich muss ihn auch gleichzeitig ausbilden, weil wir haben ja schon gehört, dass viele heute das Geld im Festgeld anlegen oder noch alte Bausparverträge haben mit 4% Verzinsung. Und die bekommt dann einen Verrechnungscheck von der Bausparkasse zugeschickt. Und wenn sie den einlösen, ist der Vertrag erledigt. Ich bin ja ein großer Freund einer Vermögensstreuung, ja, und sage, je breiter man das streut, umso sicherer ist es sicherlich in der Zukunft. Weil es gibt ja deutlich mehr als 3 Anlageklassen. In Deutschland gibt es eigentlich immer die Aktie, Immobilien und Renten wird diskutiert. Es gibt ja aber noch andere Anlagenklassen und ich würde es breit streuen. Es gibt noch zu wenig Produkte. Also die alte klassische Rentenversicherung gehört für mich zu einem Produkt, das in diese Gattung reingehört. Es gibt dort Weiterentwicklungen, sodass Entnahmen möglich sind, die dem Kunden ein besseres Gefühl geben. Gleichwohl er eigentlich nicht entnehmen sollte, sondern das Ding durchlaufen lassen sollte. Was es zum Beispiel noch fast gar nicht gibt, sind Umkehrhypotheken. Da arbeiten Versicherungen dran. Aus meiner Sicht entsteht auch dort ein Markt, der bislang noch nicht bedient wird. Genauso ausschüttungsorientierte Wertpapierdepots, die gibt es noch zu wenig. Also da kann noch einiges nachgelegt werden. Es gibt aber schon Lösungen. Es gibt auch Produktanbieter, die dort eine Nase vorne haben. Okay. Welche Produkte empfehlen Sie für die Ruhestandsplanung? Oder mit welchen haben Sie gute Erfahrungen gemacht? Ja, also es gibt eigentlich eine klare Aussage zu dem Thema und das ist, dass in Deutschland viel zu wenig verrentet wird. Wir haben untersucht, warum werden denn so wenig Renten verkauft, wenn die Kunden das wollen, dann sollten sie es ja eigentlich auch kaufen. Das eine ist, dass sie ihre Lebenserwartung unterschätzen, deshalb wenig Renten kaufen. Und das zweite ist, dass der Kunde sagt, 300.000 Euro im Festgeld oder auch im Wertpapierdepot fühlen sich besser an, als in einer Rentenversicherung, wo ich praktisch so als Alimente 1.000 Euro im Monat gezahlt bekomme. Und das ist genau das, was die flexible Rente versucht zu adressieren, dass da das Geld einerseits in einem Wertpapierdepot ist, das auch genauso ist wie ein Wertpapierdepot, da kann man drauf zugreifen. Wenn man dann doch noch mal Geld braucht, man stellt fest, man hat vielleicht
eine unvorhergesehene Ausgabe am Haus oder vielleicht eine schwere Krankheit, dass man sagt, ich will jetzt doch nochmal das Geld rausnehmen und anders verwenden. Und gleichzeitig hat man aber die Sicherheit einer lebenslangen Rente, die niemals sinken kann. Das ist, was Aegon bietet. Das bieten nicht nur wir, da gibt es inzwischen auch weitere Anbieter im deutschen Markt. In den USA ist das ein Standardprodukt, das sogar wichtiger ist als die traditionelle deutsche Rente. Was sagen Sie? Naja, also die Psyche sagt natürlich, ich habe jetzt 30 Jahre gespart und jetzt will ich mal an dieses Geld ran. Ob das vernünftig ist, ist eine ganz andere Geschichte. Weil wenn ich beispielsweise eine Rentenversicherung habe, die ich jetzt tatsächlich auch als Rentenversicherung weiterlaufen lasse, dann habe ich die alten Sterbetafeln unterlegt, da habe ich den alten Garantiezins unterlegt. Also das Ding dann auszahlen zu lassen und möglicherweise in eine andere Rentenversicherung einzuzahlen, wäre grober Unfug. Also insofern gibt es schon aus alter Zeit her, also von früher, also Rentenversicherungen mit hohen Garantiezinsen ausgestattet, sind schon mal geeignete Produkte, weil sie auch die ewige Rente bieten. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Ruhestandsplanung, ein neuer Markt.